Die Prediger sind ja gefährlich, sind ja gefährliche Prediger, ne? Per Vogel, Abul Bara, Abul Maisa, sind ja Frauenfeinde, sind ja Leute, die der Grund dafür sind, warum Jugendliche zum IS gegangen sind. Ja, das wird jetzt über uns behauptet, dass wir der Grund sind, warum die Leute zum IS gegangen sind. Obwohl wir die größten Feinde sind vom IS und sie uns auch als Feinde sehen. Ja, sie sehen uns als Murtadin, als Murji'a, als, keine Ahnung, Tawarid-Diener. Und dann kommen diese liberalen Muslime von der Ecke und sagen, ja, ihr seid es schuld, warum die Jugendlichen zu mir gegangen sind. Nein, vielmehr seid ihr es schuld. Ihr mit euren Wischiwaschi-Islam. Die Jugendlichen sind gekommen zur Moschee und dann sehen sie, wie da eine türkische Flagge hängt, eine albanische Flagge, eine deutsche Flagge, wie der Imam draußen raucht, wie der Vorstand mit dem Bürgermeister gut sein möchte. Ja, die Jugendlichen tragen ein bisschen Bart und tragen ein bisschen Sunna und dann werden sie von der Moschee rausgeschmissen. Ja, dann wollen sie irgendwelche guten, vernünftigen Prediger einladen. Dann heißt es, nein, die sind radikal, die wollen wir nicht. Was passiert dann mit diesen Jugendlichen? Und was noch? Die Jugendlichen werden irregeleitet. Weil sie finden keinen Halt in der Moschee, weil sie in der Moschee böse angeguckt werden, beleidigt werden, schlecht behandelt werden, gehen sie zu YouTube, Instagram und so weiter und dann finden sie Abu Flan, Abu Flan, Abu Allan, den und den und dann wird gesagt, komm, du musst kämpfen für Allah. Genau das ist passiert, im Endeffekt zusammengefasst, ja? Das passiert. Pierre Vogel, was hat er gemacht? Er hat gepredigt, er hat gegen Terror geredet, er hat gegen Tekfir geredet, gegen diese ganzen Sachen geredet. Was passiert? Er wird aus den Moscheen rausgeschmissen. Abul Bara genau das Gleiche, bei mir genau das Gleiche. Braucht nur so ein ganz normaler Streifenpolizist vorbeizukommen, damit sie einen Prediger ausladen. Okay, wenn der Prediger nicht mehr auf Deutsch predigen kann, vernünftig, was machen dann die Jugendlichen? Sie gehen dann zu anderen Predigern, die auf Deutsch predigen. Und diese Prediger sind dann vielleicht nicht so gerade und nicht so vernünftig. Und dann werden sie vergiftet und dann gehen sie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Amen. Tayyib.